stellen euch heute die Uni-Success vor, die Berufsmesse der Universität Wien. Sie findet dieses Jahr zum 7. Mal statt, wie jedes Jahr im Innenhof der Universität Wien. Wer sich vorstellt, was man erfahren kann, welche Infos man bekommt, schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wir sind hier vom Kikkoline International und sind eben hier auf der Messe, weil wir wissen, dass wir hier einen sehr großen Teil der Studenten von Wien und eben auch von ganz Österreich erreichen können. Haben momentan drei Trainierprogramme, wo wir eben laufend Positionen suchen, wobei eben unser Fokus momentan auf dem Vertriebstrainierprogramm liegt, weil wir eben auch einige Filialen hier in Wien haben und da vielleicht potenziell gute Kandidaten finden, die dann eben in naher Zukunft bei uns als Trainees anfangen können. Also die Webster University ist eine amerikanische Universität mit einer Niederlassung in Wien, ist eine der ältesten amerikanischen Liberal Arts Universities. Das heißt, das ist auch das Spektrum, in dem wir Fachbereiche anbieten. Das Besondere, würde ich sagen, ist, dass wir eine amerikanische und österreichische Abschluss bekommt. Das heißt, man hat dann am Ende, ja genau, das heißt, man hat eine internationale Urkunde, einen internationalen Universitätsabschluss und einen österreichischen. Das heißt, die auf dieses österreichische bestehen, sind natürlich sehr froh, dass sie das haben. Und mit einem amerikanischen Schul- oder Uni-Abschluss ist man im Rest der Welt auch sehr gern gesehen. Das sind eigentlich auch die häufigsten Fragen, die an uns gestellt werden. Also zum Beispiel, kann ich nach dem Bachelorstudium dann, wenn ich mich bis dahin profiliert habe, kann ich dann nach Harvard gehen oder eben auf eine der ganz tollen großen Unis? Und auch da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also erstens, dass sowohl Kandidaten von dort zu Webster Wien oder zu anderen Campusen auch in Europa kommen, als auch, dass die guten Studenten, ich meine, es sind überall nur die guten, dass die guten Studenten natürlich auch von der Webster Wien die Möglichkeit haben, eigentlich bei allen sehr guten internationalen Universitäten angenommen zu werden. Frau Höhn, grüß Gott. Sie sind von der Donau-Uni Krems. Möchten Sie uns kurz Ihr Studienangebot und die Uni vorstellen? Die Donau-Universität Krems existiert mittlerweile seit über 15 Jahren, haben letztes Jahr 15-jähriges Jubiläum gefeiert und sind die einzige europäische reine Weiterbildungsuniversität, die es gibt. Das heißt, wir bieten Universitätslehrgänge an, akademische Weiterbildung, kein Grundstudium. Das heißt, bei uns macht man auch Masterlehrgänge. Vorteil ist sicher auch der Standort. Wir sind in Krems. Man kann sich rausnehmen aus dem Berufsalltag, ein bisschen entschleunigen. Es kann sich auf die Gruppen einlassen, auf den Unterricht. Und von daher, denke ich mal, ein angenehmes Studieren. Zu wem habt ihr bei der EM gehalten? Deutschland, Spanien oder doch Italien? Ein ganz besonderes Projekt zu diesem Thema wird gerade am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien durchgeführt. Und das Ganze ist Teil eines internationalen EU-Forschungsprojekts, das den Titel FREE trägt. Die Idee für das FREE-Projekt kam eigentlich von Kollegen aus verschiedenen europäischen Ländern, vor allem von den Kollegen aus Frankreich und aus der Türkei, die so ein bisschen den Grundstock für das Projekt gelegt haben. Und ich bin dann als ethnologischer Teil etwas später zu dem Projekt gestoßen. Und für mich besteht der Reiz einfach darin, dass wir uns in unserem Fach in der europäischen Ethnologie, Kulturanthropologie mit Alltagskultur, mit Identitäten beschäftigen. Und Fußball ist nun mal für sehr, sehr viele Menschen in Europa, aber auch weltweit ein unglaublich wichtiger Teil ihrer Alltagskultur, ihres Alltags. Und unter dieser Prämisse ist völlig klar, dass die europäische Ethnologie ein ideales Fach ist, um sich mit Fußball zu beschäftigen. Und wie sind Sie jetzt vorgegangen oder was waren die Ziele von Ihrer Forschung? Wir in Wien, wir untersuchen speziell sekundäres Fantum, also das bedeutet, inwieweit Fußballfans anderen Mannschaften auch ihre Unterstützung geben, weshalb Österreich ein besonders interessanter Untersuchungsort ist.
Gerade bei der EM hat man jetzt auch gesehen, Österreich hat nicht teilgenommen, aber natürlich schauen Fußballinteressierte Personen trotzdem zu. Aber für welche Mannschaft sind sie? Sind sie für Deutschland? Sind sie für Spanien? Sind sie für Italien? Und daran versuchen wir herauszufinden, nach welchem System läuft das ab, nach was für Wahrnehmungsvorstellungen und nach was für Dynamiken werden solche Identitäten gebildet. Und gibt es schon Ergebnisse zur jetzigen EM oder zu wem halten die Österreicher tendenziell? Gibt es irgendwelche Muster? Ergebnisse haben wir jetzt in dem Sinne noch nicht. Wir hatten eine Feldforschungsgruppe für die Europameisterschaft, auch mit Studierenden hier vom Institut. Und hatten erst gestern haben wir uns alle gemeinsam wieder getroffen und so unsere Erfahrungen zusammengetragen und sind da jetzt sozusagen noch in einem ganz frühen Stadium. Wir haben ja erst am 1. April hier am Institut angefangen mit dem Projekt und wir sind noch so in der Sondierungsphase und haben da jetzt noch keine konkreten Ergebnisse. Ja. Ich glaube, was ein wichtiges, nicht wirklich Ergebnis ist, aber was sich auf jeden Fall ganz deutlich zeigt ist, und auch unsere Vorannahmen bestätigt, ist, dass Fußball wirklich nicht nur was mit Fußball zu tun hat, sondern dass es ein ganz, ganz weites Feld ist, wo ganz viele verschiedene Faktoren Einfluss haben. Also zum Beispiel, wenn wir eben, wie Nina gesagt hat, uns sekundäres Phantom anschauen, uns anschauen, wen unterstützt jemand, wenn die eigene Mannschaft nicht dabei ist, dann hat das nicht nur damit was zu tun, ob jetzt man tatsächlich vom reinen Fußball ausgeht, sondern dann hat das ganz stark was damit zu tun, wo sehe ich mich selbst, welche Stereotypen bringe ich mit, vielleicht war ich in dem betreffenden Land auch mal in Urlaub. Also es spielen ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle, die sich nicht allein auf Fußball beschränken, sondern die historisch, sozial, politisch, kulturell bedingt sind. Und das ist die spannende Dynamik, um die es uns geht. Ja, und Feldforschung bedeutet jetzt, Sie waren bei den Fans vor Ort, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Also unsere Forschungsgruppe, wir haben verschiedene Feldforschungen durchgeführt in Polen, in Deutschland und in Österreich natürlich. Über die EM und das sieht dann wirklich so aus, dass wir teilnehmende Beobachtungen machen in Public Viewing-Orten, in Kneipen, überall dort, wo Fußball irgendeine Rolle spielt und kommuniziert wird. Und hier in Österreich haben wir dann natürlich auch in verschiedenen Kneipen oder Bars, um zuzuschauen. Wir sind international, wir sind aber auch interdisziplinär, wir sind in verschiedene Work Packages eingeteilt. Es gibt Historiker, die sich mit der Frage nach der europäischen Dimension von Fußball aus einer historischen Perspektive beschäftigen. Die schauen sich zum Beispiel an, wie ist die Geschichte des Fußballsports in Europa. Die schauen sich aber auch an, wie werden kollektive Erinnerungen weitererzählt, wie werden die auch medial repräsentiert. Stichwort Cordoba, Stichwort Wunder von Bern oder wie Rudi Völler einst von den Holländern angespuckt wurde. Und also wie solche Sachen erzählt werden. Und da merkt man auch schon, dass das ganz stark mit unserem Fach auch sich überschneidet, weil wir uns natürlich dann auch fragen, wie das Erzählen von solchen kollektiven Erinnerungen dann wieder auch Identitäten bildet, wie das wiederum das eine und das andere konstruiert. Es gibt die Politikwissenschaftler, die schauen sich das Ganze eben aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive an. Es wird einen großen Online-Survey geben, es wird Telefonumfragen geben, die von den türkischen Projektpartnern geleitet werden. Dazu kommt, dass der britische Projektpartner, ebenfalls Politikwissenschaftler, sich das Ganze aus einer Governance-Perspektive anschaut, also das europäische Sportmodell, wo es dann eben auch um so Sachen wie Spielerverkäufe und inwieweit Fußball auch von der EU-Seite oder von europäischer Ebene reguliert wird. Und dann gibt es die Soziologen, die sich es eben aus soziologischer Perspektive anschauen, darunter besonders Gertrud Pfister in Kopenhagen, die sich das aus einer Gender-Perspektive anschaut. Und dann gibt es eben uns und den polnischen Projektpartner in Poznan und wir sind das Work Package Anthropology of European Football. Wer aber jetzt dennoch Lust hat auf Uni in den Ferien, der sollte doch einmal eine Führung durch das Hauptgebäude der Uni machen. Denn dort gibt es viel zu entdecken, besonders bei den Themenführungen. Bei einer Themenführung, und zwar der Regenbogenführung, waren wir dabei. Doch, was ist das eigentlich? Ist dir die Regenbogenfahne letztens an der Hauptuni aufgefallen? Nein, leider nicht. Was hältst du generell davon, dass man so eine Flagge aufhängt?
Gab es einen bestimmten Anlass? Ich weiß nicht, ich habe mich nicht informiert. Nein, also zur Vienna Pride, die gehen... Für das war das zusammenhängend. Genau. Und es wurde vorne an der Uni aufgehängt. Findest du es gut, schlecht? Ja, ich finde es okay. Also ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich ist ein gutes Zeichen, weil es gibt immer noch Diskriminierung und ich glaube, die Uni könnte einen Schritt vorangehen, weil wir alle Studenten sind und zusammenhalten sollen. Alles klar, danke. Ciao. Ist Ihnen die Regenbogenfahne vor der Uni am Haupteingang aufgefallen? Das war anscheinend vor nicht allzu langer Zeit. Ich muss gestehen, ich habe es nicht bemerkt. Ich war auch eine Zeit lang gar nicht in Wien, zu meiner Schande. Was halten Sie denn davon, dass man so eine Fahne aufhängt? Grundsätzlich finde ich das sehr toll, gerade an öffentlichen Gebäuden, um vielleicht auch Personen, die mit dieser Regenbogenfahne gar nicht sofort irgendwas verbinden, vielleicht aufzuzwingen, dass sie sich damit beschäftigen und vielleicht nachfragen, was das eigentlich soll. Ja. Super, danke, das war's schon. Bitte schön, danke. Also ist dir die Regenbogenfahne vorne an der Uni aufgefallen? Nein, die ist mir nicht aufgefallen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie wieder hängen würde. Okay. Vielleicht war ich da nicht da, aber ich habe was Ähnliches gesehen. Mhm. Und zwar habe ich gesehen, ich weiß nicht mehr, für was das war, ich glaube schon für Pride Parade oder sowas, wie das heißt. Und da haben sie die Oreos, die sonst schwarz-weiß sind, da haben sie statt der weißen Füllung in allen Regenbogenfarben mehrere Füllungen reingetan. Und da habe ich halt gesehen im Internet, auf den verschiedenen Seiten, auf Honey Junk und so weiter, wie sie sich darüber lustig gemacht haben, dass viele Leute sich darüber aufgeregt haben. Okay. Die haben darunter geschrieben, ich werde nie wieder Oreos essen, es ist für mich immer verdorben, furchtbar, schrecklich sowas und scheiße. Okay. Aber ich finde das lächerlich und engstirnig und einfach nur bescheuert und zurückgeblieben. Ja. In der Zeit. Super, danke. Okay. Hi, also ist dir die Regenbogenfahne vorne am Eingang aufgefallen? Nein, leider nicht. Die war vor ungefähr 2 Wochen. Was hältst du von sowas, dass man eine Regenbogenfahne an der Uni aufhängt? Ja, prinzipiell weiß ich leider nicht, um was es geht, aber ich finde, wenn man irgendwas Farbiges aufhängt, ist das immer gut, weil Farbe macht fröhlich und deswegen finde ich das cool. Aber ich habe es leider noch nicht gesehen. Okay. Hi, ist dir die Regenbogenfahne am Eingang der Uni aufgefallen? Nein, leider nicht. Leider nicht. Was hältst du denn davon, dass man sowas aufhängt? Finde ich gut, also weil es ein Zeichen setzt und außerdem hat die schöne Farbe. Also super, warum danke. Nicht? Ciao. Das war's? Ja, das war's. Ich habe am Dienstag eben die Regenbogenfahne wieder selber aufgehängt und keine 5 Minuten später stand ein etwas älterer Professor beim Portier und hat gemeint, warum hängt da die Regenbogenfahne, warum muss sowas Privates nach außen gekehrt werden, nehmt sie sofort wieder ab. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Institut oder von welcher Fakultät da war. Ich habe einfach nur gemeint, wenn Sie interessiert, kommen Sie bitte einfach gerne zur Führung, nehmen Sie gerne teil, ich lade Sie gerne ein, dann können wir gerne über alles besprechen, was da passiert, warum wir das machen. Er ist leider nicht aufgetaucht. Na, Anlass ist die Regenbogenparade, die hier jedes Jahr an der Universität Wien vorbeizieht und dass sich die Universität Wien entschlossen hat, auch die Regenbogenfahne zu hissen als Zeichen der Solidarität mit LGBTI, wir haben die lange Abkürzung gesehen, ja, mit Schwulen und Lesben kurz gefasst, Schwulen, Lesben und Transgendern. Ja, und da entstand eben auch die Idee, da es ja ganz normale Uni-Führungen auch gibt, also zur Geschichte der Universität, eben die Geschichte der Universität genau auf dieses Thema mal abzuklopfen und anhand eben von Orten, die man an der Universität findet, Büsten, Persönlichkeiten etc., diese Geschichte zu erzählen oder Ausschnitte aus dieser Geschichte zu erzählen. Ja. Ich muss sagen, es freut mich sehr, wir haben die Regenbogenführung heuer bereits zum 4. Mal durchgeführt, mit einem sehr großen Erfolg. Es waren heuer die besten Führungen, die wir jeweils hatten, aufgrund der Teilnehmerzahlen. Ich habe 2008 hier an der Uni Wien zu arbeiten begonnen und da hat mir mein Chef, der Falk Pastner, damals erzählt, er hat irgendwie im Jahr davor zum ersten Mal eine ganz kleine Regenbogenfahne vom Balkon hier gehisst, anlässlich der Regenbogenparade, die damals stattgefunden hat. Ich als Teil der Community habe mir gedacht, okay, super coole Aktion. Mein Chef, hetero, haben wir gedacht, alle Achtung, Kompliment für diese Taten. Dann haben wir überlegt, wie können wir das weiterführen, das Zeichen zu setzen, quasi nach außen hin mit der Regenbogenfahne, ist natürlich super, ja, aber ist nur ein kleiner Teil. Dann haben wir mal hingesetzt, ein bisschen überlegt und da ist dann die Idee gekommen, was macht die Uni generell? Was gibt es an der Uni Wien zum Thema Homosexualität? Homosexualität in der Welt der Wissenschaft, ja. Dann haben wir gedacht, okay, ich weiß selber nicht wirklich, wie der Kontext dazu ist. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir einfach Führungen dazu. So, fangen wir an.
Ja, willkommen zur letzten Tranche der vierten Regenbogenführung hier an der Universität Wien. Mein Name ist Andreas Brunner. Ich komme vom Queen, vom Zentrum für schwul-lesbische Kultur und Geschichte. Darüber werde ich später noch ein bisschen was sagen. Ja, das Thema der Führung: Mann, Frau, schwul, lesbisch, queer. Die Führung startet traditionell hier vor der Rektorentafel der Alma Mater Rudolfina. Manche sagen, die älteste deutschsprachige Universität in Wien, die älteste deutschsprachige Universität. Andere sagen, dass die Prager Universität die älteste ist, weil das damals auch zum deutschsprachigen Raum gezählt hat. Das lasse ich jeden entscheiden, wie er es haben will. 650 Jahre wird sie bald alt, in ein paar Jahren, 2015. Und wenn man sich die Rektorentafel hier anschaut, eben von 1365 bis zum letzten eingetragenen Rektor, Georgius Winkler, immer schön latinisiert alles, was fehlt? Natürlich eine Frau. Ja. Keine einzige Rektorin in 650 Jahren Geschichte. Ich werde aber hierorts, es geht ja um die Geschichte von Schwulen und Lesben, über zwei Rektoren sprechen, die für die Verfolgung von Schwulen und Lesben einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Ich möchte mit dem jüngeren der beiden beginnen. Ganz oben hier in der letzten Spalte 1962, Rolandus Grasberger, also im Vulgo Roland Grasberger. Er war Gründer und Leiter des Instituts für Kriminologie und hat sich in diesem auch sehr ausführlich mit dem Strafrecht und der strafrechtlichen Verfolgung von Homosexuellen beschäftigt. Also er hat sich immer wieder für die Strafbarkeit von Homosexualität eingesetzt und ich möchte da aus einem Gutachten, das er 1961 eben anlässlich einer Diskussion um die Aufhebung des Paragraphen abgegeben hat. Er ist der Meinung, dass nur die Kriminalisierung von Homosexuellen, und jetzt zitiere ich wörtlich, ein wirksames Bollwerk gegen das Heranwachsen sexuell pervertierter und damit im gewissen Sinn gemeinschaftsunfähiger Personen, Zitat Ende, schaffe. Die Strafe sei, Zitat, im Interesse der Gemeinschaft an der Aufrechterhaltung einer mit den biologischen Gegebenheiten in Einklang stehenden Sexualordnung, Zitat Ende, unumgänglich. Wenn ich da Gemeinschaft durch Volksgemeinschaft ersetze, hätte der Text auch 1941 erscheinen können, nicht 1961. Und wenn ich jetzt schon im Jahr 1941 bin, kann ich gleich auf den zweiten Herrn verweisen, der hier im Jahr 1929 aufgeführt ist, nämlich Wenceslaw Gleisbach, der sozusagen im bürgerlichen Leben Wenzel Graf Gleisbach hieß. Er war Rektor hier an der Universität und versuchte in seiner Amtszeit bereits einen Aria-Paragraphen einzuführen. Da er begeisterter Nationalsozialist war, ist ihm 1930 nicht gelungen. 1934 mit der Machtübernahme des Austrofaschismus in Österreich und dem Verbot der Nationalsozialistischen Partei wurde Gleisbach zwangspensioniert. Hat aber sofort ein Ticket nach Berlin erhalten und ist dort in juristischen Kreisen gut untergekommen und saß dann, und das ist jetzt wieder für Österreich auch wichtig, in einer Strafrechtskommission, die die Angleichung des reichsdeutschen Strafrechts mit dem österreichischen Strafrecht in der Nazizeit diskutiert hat. Das Strafrecht wurde nie angeglichen. In Österreich ist immer also im Bereich, was Österreich war, Österreich gab es ja nicht mehr von 38 bis 45, blieb immer das alte österreichische Strafrecht in Kraft und nicht das nationalsozialistische deutsche. Nur Verordnungen, die in dieser Zeit neu eingeführt wurden, wie zum Beispiel Sondergerichtsverordnungen, gemeingefährliche Gewohnheitsverbrecher, unter diesen Paragraphen wurden am Sondergericht Wien einige schwule Männer zum Tode verurteilt und enthauptet.
Ja, und Wenzel Graf Gleisbach als alter Recke, als alter Nationalsozialistischer, hat eben in dieser Angleichungskommission gegen eine Angleichung des Strafrechts gestimmt, ja, also nicht für eine Einführung, dass auch Lesben im Altreich unter Anführungszeichen bestraft werden. Und das zitiere ich jetzt, warum er dieser Meinung ist, weil weibliche Homosexualität, und ich zitiere jetzt wörtlich, bei der verhältnismäßig sehr bescheidenen Rolle der Frau im öffentlichen Leben, Zitat Ende, keine gesellschaftliche Relevanz habe. Ja, so viel zu zwei Rektoren hier von der Alma Mater Rudolfina. Queere Forschung hat sich inzwischen sozusagen auch verbreitert, ja, ist nicht nur mehr eingeschränkt auf reine Gender-Studien, auf die Auseinandersetzung mit Gender-Identität. Und das zeigt auch diese Veranstaltung, die ich eingangs an der Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie erwähnt habe, die den Titel trägt Transdisziplinäre Entwicklungsforschung, Geschlecht als westliches Konstrukt, Fragezeichen, Eurozentrismuskritik, queere und postkoloniale Perspektiven auf Geschlecht. Queer Studies und eine der renommiertesten Forscherinnen hier in Österreich und in Wien, Hanna Hacker, unterrichtet auch hier an der Universität, und deren letztes Buch hat den Titel Queer entwickeln, feministische und postkoloniale Analysen. Also Queer Studies gehen einen viel breiteren Weg. Inzwischen gibt es Begriffe wie Critical Whiteness Studies, Border Studies oder auch Ansätze zu einer kritischen Geografie, die unter dem Gender-Aspekt und queeren Aspekt gesehen wird. Ja, Sonnenfels war schon dabei, als Maria Theresia die Constitutio Criminalis Theresiana erlassen hat. 1768 war das. In dieser wird die sodomitische Sünd, wie es im Gesetzbuch heißt, mit dem Tode bestraft. Maria Theresia war da schon etwas netter als ihre Vorgänger, und wie Karl V., in dessen Prozessordnung wurde man noch bei lebendigem Leibe verbrannt. Ja? Unter Maria Theresia wurde man zuerst enthauptet und dann verbrannt. Dr. Anton Freiherr, Hühe, Haie, keine Ahnung, niemand kann mir sagen, wie man den Herrn ausspricht, ja, von Gluneck. Ja. Er war der Autor des Strafrechts von Kaiser Franz Josef, das 1852 wurde er erlassen, 53 trat es in Kraft, daher tauchen immer wieder diese beiden Jahreszahlen auf. Er war für die Verfassung dieses Strafrechts verantwortlich, das dann bis 1971 in Kraft geblieben ist. Ja. Es zeigt deutlich neo-absolutistische Züge. 1848 ist die Revolution, wenn ich es etwas salopp sage, in die Hosen gegangen. Ja. Und der junge Kaiser Franz Josef zieht die Zügel sehr, sehr streng an. Sigmund Freud. Eigentlich würde ich viel lieber über Anna Freud jetzt reden. Aber es gibt keine Statuen von Frauen hier im Arkadengang. Alles nur Männer. Nein, Suttner auch nicht. Die hat ja hier auch nicht gelehrt. Ja. Zwar für die es eine Gedenktafel gibt, die Ebner Eschenbach hat hier, glaube ich, auch nicht gelehrt. Keine Ahnung, wie die da reingekommen ist. Ja. Für die gibt es da vorne immerhin eine Gedenktafel. Aber für eine Büste hat es bislang nicht gereicht für Frauen hier in diesem hehren Wandelgang, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ich bleibe mal ganz kurz bei Sigmund Freud. Er hat schon in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie 1904 von der Inversion gesprochen.
Der Begriff homosexuell selbst wurde von einem österreichisch-ungarischen Schriftsteller erfunden, Karl Maria Kertbeny, der als Karl Maria Benkert im 7. Bezirk geboren wurde, von deutsch sprechenden ungarischen Eltern. Er ist dann schon als Kind nach Pest zurückübersiedelt. Mit seinen Eltern wurde ungarischer Nationalist und hat seinen Namen daher auf Kertbeny geändert, was ein Anagramm von Benkert ist, nur hat er das Y angehängt, damit es ein bisschen ungarischer klingt. Ja. Wir sind heuer im 4. Jahr der Regenbogenführungen. Die Besucherzahlen werden immer mehr, das heißt, das Interesse zum Thema gegenüber ist da. Was wir heute zum ersten Mal gemacht haben, war, dass wir die Uni-internen Mitarbeiter kostenlos der Führung teilnehmen haben lassen, hat auch gezeigt, okay, da ist das Interesse natürlich noch größer, weil sie es auch quasi in der Arbeitszeit machen konnten. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist nach wie vor schade, dass man solche Aktionen setzen muss, damit wir uns in dem Bereich oder dass wir in dem Bereich ein Zeichen nach außen setzen müssen nach wie vor. Ich glaube oder ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändern wird. Wir arbeiten auch daran, die Führung im nächsten Jahr etwas anders zu gestalten. Das heißt, nicht nur die Führung an sich, wie wir es letzten 4 Jahre hatten, sondern das in etwas größerer Form zu machen. Und die Führung kann man ja auch im Endeffekt nicht nur anlässlich der Regenbogenparade besuchen, sondern man kann individuell auch gerne eine klassische Gruppenführung machen unterm Jahr, wann auch immer, jederzeit gerne auf Anfrage möglich. Schon wieder von uns. Die nächste Sendung gibt es dann Ende September zum Beginn des neuen Semesters. Wir wünschen euch noch schöne Ferien und erholsame Tage.